Herzlich willkommen, Svete Vlas. Unsere Runde wird immer größer und größer. Das sind alles unsere Kunden. Das ist ein geschlossenes Restaurant, der hat noch nicht mal auf. Grüß Gott. Zdravete. Und das sind unsere Kunden von der Tour und wir werden immer größer. Es gibt heute 3-Gänge-Menü. Als erstes ein Salat mit frischen Tomaten, Käse oder was das ist. Das ist mein Arbeitsmaterial. Ich arbeite auch hier noch nebenbei. Unsere Projekte, alles mit dabei. So, was gibt es als Hauptspeise, Victoria? Wir haben heute Reis mit Spinat und leckeren Lachs dazu. Was sagst du zu unserer Tour? Die ist wundervoll, wirklich. Die ist ganz, ganz toll. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben heute sehr viel gesehen. War sehr unterhaltsam und lohnenswert. Ich empfehle es jedem, der hier bei uns ist und gerne mal was gucken möchte, wird hier nicht enttäuscht werden. Oh, danke schön. Dann wünsche ich uns allen guten Appetit. Das geht weiter. Ich möchte jetzt ganz gerne nochmal jemanden fragen nach seiner Meinung. Ah, da sitzen unsere Geschäftspartner auch. Hallo. Hi, wie schmeckt es euch? Sehr gut. Guck mal, was für Länge was essen. Solche Gurken und Tomaten trinkt man nirgends von. Kommen aus Griechenland und aus eigenem Anbau. Sehr, sehr gute Qualität. Genauso gut wie unsere Immobilien. Und vor allem die Preise, was sagst du zu unseren Immobilienpreisen? Ihr könnt lange suchen, aber erste Linie am Meer für so günstige Preise werden wir einfach nicht finden. Du sagst es. Eigentlich wollte ich dich nach Essen fragen, aber jetzt hast du alles gesagt. Dann wünsche ich euch guten Abend. Vielen Dank. Unser Personal. Und jetzt ist der Dessert da. Zum Dessert haben wir Apfelkuchen mit Eis. Das ist unser 3-Gänge-Menü heute Abend. Ich grüße euch. Sagt etwas zu unseren Kunden, die uns auf YouTube schauen. Die Kunden? Das ja. Wie findest du das? Ich war zum ersten Mal vor einem Jahr hier gewesen, habe eine Wohnung gekauft hier, die ich jetzt in diesem Jahr im Mai beziehen werde. Und ich bin sehr, sehr zufrieden, mit dieser Firma zusammenzuarbeiten. Und ich kann mir gar nicht sagen, also ich bin so stolz drauf. Meine Frau hat es gar nicht geglaubt, als ich nach Hause kam und sagte, ich habe nur unsere Wohnung in Bulgarien gekauft. Ich kann Bulgarisch, ich kann nur Deutsch, aber hier alle Sprachen treffen mich. Ich verstehe inzwischen Russisch, Bulgarisch, Englisch, alles hier. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Sehr gut, danke dir für dieses tolle Interview. Auf euch, meine Lieben. Schönen Abend noch.